Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Marvel Super Heroes. Es kann sein, dass ich mich heute ein paar Mal muten muss, weil ich mich ein bisschen crankelnd anhöre und huste und ich bin einfach ein bisschen crank und deshalb gibt es auch keine Facecam. Ich gucke nämlich aus wie ausgekotzt und es reicht ja schon, dass ich mich so scheiße anhöre. Es geht weiter. Wir müssen hier lang. Und in the sky. Gott, ich hasse es. Los, Mann. Mach mich stolz, Captain. You can do it, girl. Oder Boy. Wow. Blau, blau, blau. Wow. Overdriven, overpowered, Mensch. Ey, du Fettklops. Du versperrst mir die Sicht. Blau. Wow. Oh. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Blau. No, blau. Och, komm schon. Komm, einfach springen. Wir haben keine Zeit für. Komm, lauf. Bom, 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 bom. Ist das lustig. Und batz. Haha. Hier. Oder? Bin ich noch nicht da? Ah, okay. Hey, Black Widow. Und zack. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Alle Macht liegt nun in meiner Hand. Er hat ein ganzes Empfangskomitee. Das wird eine gewagte Landung, Jungs. Warum überhaupt landen? Springen macht viel mehr Spaß. Die Lieferung ist da, Director Fury. Wow, schaut das hier schön aus. Ich mag solche Level. Schaut wirklich schön aus. Ich hoffe, ich werde es nicht gleich bereuen irgendwie und dass der Level voll. Ja, gleich. Ein bisschen kann er da noch stecken bleiben. Ich mache hier erstmal meine Punkten. Meine Punkte. Bisschen. Oh, ja, Bananen. Geil. Mögt ihr Bananen? Also ich finde ja Bananen voll super. Oh, oh, Punkte. Vor allem, man kann aus Bananen echt auch leckere Sachen machen. Zum Beispiel, heute hatte ich auf einem Brötchen ein bisschen griechischen Joghurt. Und auf dem einen hatte ich dann eben griechischen Joghurt und ein bisschen Banane klein geschnitten und Hust, Erdbeer auf dem anderen. Und dann so ein bisschen Honig und das ist super toll. Yeah, genau. Oder man kann. Oh, das ist ja voll Rezeptstunde Kitty, ey. Man kann zum Beispiel aus zwei Eier und eine zerdrückte Banane das Ganze ein bisschen vermixen mit dem Handrührgerät. Und dann habt ihr einen tollen Pfannkuchenteig.
es ist dann sogar ohne Kohlenhydrate. Also voll super. Also so als Tipp. Voll ist echt gerade so ein bisschen Nährungsdingens oder Rezepte. Wenn jetzt da diese Fragen oder so Dinge kommen mit von wegen, hier macht doch mal Koch- oder Backvideos, dann, liebe Leute, schaut einfach auf meinem zweiten Kanal vorbei. Da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal sowas gemacht. Den Link findet ihr entweder auf meinem Kanal, ich glaube in der Videobeschreibung auch. Und auf Facebook habe ich auch mal zusammengetragen, was ich alles an sozialen Netzwerken so habe. So. Weil voll viele sagen dann immer, wie, du hast einen zweiten Kanal. Wusste ich gar nicht. Aber ja, habe ich. Zum Teil ist das, was da zu sehen ist, ziemlich fremdschämenmäßig. Aber nun, hilft ja nichts. Ich lasse es trotzdem drauf. Weil im Grunde fand ich es ja irgendwann mal lustig oder so. Oh Gott, dieser Husten und das Ganze. Oh, was? Willst du mich verarschen? Meine blauen Punkte, Mann. Dickerchen, ne? Würdest du gerne wieder raus? Bauen wir das mal zusammen. So. Und zack. Ach so, ich musste sogar tatsächlich erst hier das und das machen, damit ich ihn rauskriege hier. Auch schön. Ist vielleicht gar nicht so klug, wenn ich diese Palme gleich kaputt mache. Schließlich. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Okay. Ah, er ist schon jetzt raus. Wow. Ah, geht weg hier. Okay. Komm mal du her. Okay, du kommst hoch. Das ist schön. Jetzt können wir die Palme ja kaputt machen. Jetzt, wo ich sicher weiß, dass ich das hier habe. Okay, hier die Spinne gleich noch. Punkte. Yay. Spinny ist jetzt auch weg. Das da auch. Mann, ordentlich Punkte hier. Da aber noch ein Stein. Ja, Leute, wenn er im richtigen Leben auch so Steine kaputt macht, dann kommen auch so Punkte raus. Cool, ne? Ja. Finde ich auch. So. Thing. Dann geht er mal hoch. Mit dem kann man einfach echt am besten hier alles zu Brei schlagen. Wow, Alter! Okay, ich habe so das Gefühl, das war blöd. Okay. Was muss ich hier machen? Ah. Okay. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Hä? Ich habe halt gar keinen Plan, ne? Hä? Was soll ich denn hier machen? Na toll. Da war was zu drücken. B. Nein. Alter.
Ey, das ist ja mal richtig scheiße hier. Wow, Mann. Oh, Mann. Das wird nix. Ach, will der mich verarschen? Oh, ich raste gleich noch aus, ne? So. Jetzt geht er mal vorbei. Wo ist denn jetzt der Captain, Mann? Alter, dieses Scheißding, ne? Es wird nichts mit dem True Believer. So viele Punkte, die mir jetzt da verloren gegangen sind. Unglaublich. Oh, Mann. Was ist das denn hier für eine Kacke, ey? WTF einfach nur, ja? Hau ab, du! Haut doch ab, ihr Scheißding. Alter, Mann! Hau ab, du! Manometer, ey, das war ja gerade mal richtig Abfuck. Komm mal, du hier. Oh Mann, ist das scheiße. Die Punkte kriege ich hier nie mehr rein. Nee, echt nicht. Das finde ich gerade ganz schön kacke. Ich frage mich auch, dieses Ding, das ist der immer noch. Wow, nein, nicht schon wieder, Mann. Scheiße. Alter, was? Was zum Henker? Mann. Es leckt auch total. Es leckt mega, ey. Oh Mann, ey. Ich hasse das, ne? Mal schauen, ob sich das wieder verbessert. So, jetzt hoffe ich, dass es gleich wieder geht. Ich habe die Priorität jetzt auch hochgemacht. Hier, schnell. Also macht es. Und dann, wohin? Wohin muss er das denn werfen? Oh nee. Ich habe keine Ahnung, Mann. Alter, Moment. So. Ich habe das jetzt nochmal gemacht. Und zwar offscreen. Und da ist schon wieder so ein Ding. Geil. Das, ey, das finde ich ja mal richtig scheiße, ne? Ich scheiße jetzt auf die Punkte. Und ich würde einfach nur zu gerne losspringen. Ich würde einfach nur zu gerne wissen, wieso zum Henker. Ich weiß nicht. Ich finde das kacke gerade. Also, ich habe ja eigentlich nicht so viel immer zu meckern. Aber das ist gerade mal richtig kacke. Weil irgendwie. Es kann es doch nicht sein, dass es so extrem leckt hier. Oder? Täusche ich mich. Ich meine jetzt mal im Ernst. Ups. Hier noch was. Ich finde das. Ich weiß nicht, warum. Naja, keine Ahnung. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich finde, dass das eine richtig blöde Waffe ist. Die kann man noch nicht mal ausschalten. Oder ich bin zu blöd. Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Das kann ja was werden hier. Ich brauche eindeutig einen
Speicherpunkt. Eindeutig. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass das das letzte Mal war, dass diese einen Dinger da kamen. Weil die Dinger sind richtig kacke mal. Aber ich befürchte fast, dass es nicht so ist. Es ist nicht normal, wie jetzt. So. Okay, das geht nicht. Aber wir speichern mal. Speichern und fortfahren. Und ich hoffe, dass jetzt echt nicht gleich nochmal so ein Ding kommt, weil sonst, muss ich, glaube ich, das Spiel nochmal neu starten. Sind das Rieseneier? Und hoffen, dass es dann irgendwie nicht mehr so leckt. Aber das regt mich ein bisschen auf. Ich meine, das kann es ja jetzt auch nicht sein. So schlecht ist mein PC doch echt nicht. Oh mein Gott. Wie geil, Dinos. Oh, ich will die Dinos nicht töten. Oh, wie cool die sind. Schade. Oh, meine Güte. Ich muss das Spiel neu starten, ey. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe das alles neu gestartet und hoffe, es geht jetzt gleich. Das ist nicht normal. Ja, das weiß ich. Das hast du mir schon gesagt. Und wir fanden es super. Und wir wissen ja, was gleich Cooles kommt. Das finde ich total awesome, was gleich kommt. So. Und B. Schmeißt das Rieseneier? Rieseneier. Erstmal schnell hier hoch. Und was gibt's hier? Okay. Cool. Voll super. Aus dem Savage-Land, aber was machen sie hier? Voll süß, ey. Ich finde die voll super. Kommen die unendlich, ey? Erstmal schnell machen. Ich habe das Gefühl, die kommen unendlich. Ja. Zeig ich doch. Erstmal hier alles kaputt machen. Kommen die doch nicht unendlich? Die süßen Dinos. Kannst du das kaputt machen? Ja. Nee. Geht das gar nicht? Gut. Dann nicht. Aber das machen wir kaputt. Und da haben wir Punkte. So. Jetzt müssen wir da dann gleich rüber. Aber ich habe so das starke Gefühl. Nein, etwa nicht. Wie jetzt? Da ist nichts drinne. Keine blauen Punkte. Das enttäuscht mich jetzt. Das enttäuscht mich so sehr. Es wäre ein perfekter Ort, finde ich, um sowas zu verstecken. Und hab's. Und hab's. Wow. Stimmt. Hier jetzt schön drüber gehen. Da ist schon wieder so ein cooler Dino. Yeah. Erstmal mit dem Dino in die Box. Es stört ihn gar nicht. Muss ich die Dinos eigentlich töten? Ich weiß es gar nicht. Aber die Dinos waren cool. Sind voll süß. Ich persönlich mag ja Dinos. Ja. Ich hätte gern einen kleinen Dino. Einen lieben Dino. So wie Littlefoot. Mögt ihr Dinos? Ich weiß ja, wer keine Dinos mag. Vermutlich nur manche, die mit den Zähnen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Okay. Ding. Tu, was Dinge tun. Tu rum, Dinge sind. Oh, Moment. Du kommst auch hier runter. Und nochmal. Geht doch. Wow. Ist hier schon wieder irgendwo so ein Ding?
Also hier ist natürlich ein Ding. So. Erstmal Blondie platt eine klatschen. Zuhälterstelle geben. Was? Nein, also natürlich. Diese Assi-Sprache, ne? Die mache ich manchmal mit Absicht, so. Nicht, dass ihr denkt, so Mensch. Nicht, dass ihr so denkt, Mensch, die Kitty, ne? Das ist eine richtig komische, so. Ich würde es aber jetzt, ich... Keine Ahnung. Ist vielleicht nicht jedem seinem Humor. Hilfe! Aber so ist das halt. Was ist das denn? Okay. Kann man hier noch ein bisschen was kaputt machen? Stimmt. Geh erstmal über die Fackeln hier. Ja, ich bin noch dabei, dich zu retten. Jetzt komm, geh da. Sag mal, bist du blöd? Okay, wahrscheinlich muss ich das vielleicht mit dem Ding machen. Ist mir egal. Mir kommt auch oft manches nicht, was mir manchmal aber gut recht käme. Oh, ist das etwa das Flugzeug von Lost? Wer weiß. Das wissen wohl nur die Illuminaten. So, das ist das zweite Teil. Oh, schön. Ein lilanes Pünktelchen. Okay. Vielleicht kann ich das auch gar nicht. So, das hört sich irgendwie an wie kleine Pferde. Holen. Hey, da oben ist ein Affe. Okay. Anscheinend macht der noch nichts. Ich habe so das Gefühl. Das ist nicht. Das ist zu schnell, sogar für mich. Findet einen Übergang. Vielleicht kann ich auf dem Affen reiten. Geh mal weg, Ding. Hau mal ab. Warum ist da der Affe? Da muss doch irgendwas... Worauf warten wir? Schnappen wir sie uns. Warum ist da dieser Affe? Der Affe macht mich ganz kirre. Was tut der da? Kann man da echt nichts machen mit dem Affen? So. Anscheinend ja nicht. Also. Was muss er jetzt tun? Oh, da ist nochmal erst ein blauer Punkt. Und jetzt schön darüber hangeln. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja. So ist, also sind also die Muskeln von Captain America entstanden. Sich entlanghanteln, hangeln im Dschungel. Schön, oder? Macht es auch, dann habt ihr auch so einen Körper. Nein. Oh nein. Diese Kackdinger, ey. Kackstullendinger, ey. Ohne Witz. Hoffentlich kann man die da abstellen, aber wahrscheinlich ist es nur der Hebel, das Hulk durch kann. Das Ding. Oh nee. Komm, Riesenbaby Nummer 2. Geh doch weg, Mann. Hau ab jetzt. So. Okay, ich muss einfach rennen. Einfach rennen, shit. Shit, was muss ich tun? Ah, hier. Shit. Telekinese? Nein. Was muss er tun? B.
Zumindest kann man das machen, ohne dass hier irgendwas eben entsteht. So, okay, sehr schön. Captain America. Oh Gott, das ist echt nervig. Wirklich, das ist richtig nervig. Oh Mann, ey. Nee, also, nee. Controller vibriert wie doof. So. Jetzt muss ich da doch nochmal so raus. An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Oh, wartet. Da muss ich was... An der Wand? Ach, nö. Hätte ich das jetzt doch nochmal extra machen sollen? Okay. Jetzt schnell raus. Nein. Okay, da... Geh da weg. Ach, du Mann. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt sind die Dinger aus. Was? Das habe ich doch die ganze Zeit mit allen Dingern gemacht, diesen Hebel da. Und jetzt plötzlich sind sie weg. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, die Dinger sind kack nervig. Aber ich verstehe es nicht. Hätte man das jetzt nicht bei allen machen können? Ich meine, ich habe doch überall diesen Hebel da betätigt. Aber gut. Nicht motzen, dass das, was mich zum Motzen gebracht hat, weg ist. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich und meine Insel aufsteigen zu sehen. Der macht vielleicht eine Show draus. Der hat eine fliegende Insel? Ist das irgendein Hydra-Trick? Als ob ich das wüsste. Wart's einfach ab. Captain America. Ding. Charles Xavier lässt euch grüßen. Storm. Hey, eine Wettergöttin ist gar kein so schlechter Tausch. Besonders für Johnny. Hey, sehr schön. Komm zurück, du feiger Hund. Okay, erstmal eben speichern. Schnell, wir müssen einen Weg finden, Magneto zu folgen. Ganz genau. So schaut's aus. Und jetzt mach wieder bitte alle fertig und mach nicht deine Tricks. So, aber, was ich ja sagen wollte, es ist unglaublich, dass ich tatsächlich noch den True Believer geschafft habe. Ich frage mich ja immer noch, wie ich das geschafft habe. Er läuft einfach mal durch den Atommüll. Hau ab, du! So, erstmal alles hier abtauen. Ne, da kann er nichts machen. Aber hier... Okay, hier muss einer von denen das zusammenbauen. Nein. Das zusammenbauen, Mensch. Kannst du wohl nicht, wa? Okay. Jetzt das da. Storm, komm mal her. Okay, sehr schön. Die Spinne kommt nicht runter, das ist doof. Komm, mach das kaputt. Jetzt ist die Spinne unten. Jetzt, wenn ich hingehe, ist wieder weg. So, okay. Das habe ich jetzt super gemacht. Und jetzt gehen wir weiter. Haut ab. Oh nein. Los. Oh, Manu. Okay. Wohin muss es denn? Vielleicht hier selbst zurück?
Einmal. Und jetzt noch. Können wir schon mal hier alles kaputt machen. Das ist sehr praktisch damit. Und jetzt nach hier oben. Okay. Sehr schön. Komm her, Ding. So, kann ich noch irgendwas kaputt hauen? Sehr schön. Das machst du fein. Ja, fein machst du das. Hier alles weghauen. So, Entschuldigung, ich musste mal wieder husten. Hust, hust. So. Okay. Ich wollte mal fragen, weil ich es gerade gesehen habe. Habt ihr schon mal Neta gezockt? Also, ihr müsst es wirklich mal... Also, ich bin ja momentan leider... Oder was heißt leider? Bin momentan wirklich ziemlich Neta-süchtig. Und das ist ganz schön krass. Wie ich sehe, habt ihr schön mit meinen Haustieren gespielt. Mal sehen, ob ihr auch gerne hier mitspielt. Na los! Na klar. Ist kein Ding für uns. Rino. Warum seid ihr mir gefolgt? Ich will doch nur alleine sein. Aber diese Armen. Okay, wohin muss jetzt ich ihn wieder hin? Locken. Okay, ich muss dieses Rhino-Ding bestimmt wieder irgendwo hinlocken. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Ich will zu Ding. So zum Henker. Oh, Hilfe. Hier irgendwo hin? Hau ab. Weg da. Jetzt geht's rund. Ja, ja. Schön, ich habe eine neue Errungenschaft. Das ist super. Okay. Also, was muss ich jetzt mit dem Rhino machen? Einsperren. Oder? Was soll das sein? Eine Riesenkürbis? Voll buggy. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Punkte. Okay, das buggt hier mega rum. Hier so? Muss er da durchlaufen? Oh. Ah, jetzt halt. Los. Schön. Los, los, mach ihn fertig. Ja, jetzt geht's rund. Oh, Mann. Ah. Tschüss, Rhino. Ah, es ist noch nicht vorbei. Ja, das glaube ich fast auch. Ist bestimmt gleich wieder da. Ich muss wohl alles selber machen. Dein Schild ist zu stark. Meine Kräfte können nichts ausrichten. Wir müssen etwas bauen, das schwer genug ist, um dein Schild zu durchbrechen. Oh. Was? Hilfe? Was soll ich denn machen? Irgendetwas bauen. Okay. Ich liebe das immer, wenn man während was zusammengebaut wird, dann angegriffen wird. Ah, das Ding. Komm mal her. Das Ding. Und X. Yeah. Und jetzt schnell hin und ihm eine scheuern. Und das Ganze gleich nochmal. So. Und jetzt hat geht's wieder los. Die ganzen Leute hier umhauen. Ich habe gerade auf das Ding geguckt. Ich habe, glaube ich, jetzt mit der Luft gekämpft gerade. Wow, weg.
Aua. Was soll das denn jetzt? Okay. Schnell, Captain. Bau das mal zusammen. Was ist das denn jetzt? Wecker? Ah. Oh, er ist tot. Okay. Und jetzt hier. Und zack. Los, renn schnell hin und batsch. Okay. Kann man diese ganzen Punkte da eigentlich auch holen? Okay, das geht nicht. Jetzt kommen gleich wieder die Gegners. Gegners! Da ist ein blaues Ding. Ich versteck mich jetzt hier. Warte einfach, bis die Gegner hier reinkommen. Dann machen die anderen die Arbeit und ich verliere keine Punkte. Und ich sterbe. Ich habe so nur das Gefühl, dass ich das kaputt machen muss. So, schnell zusammenbauen. Und das letzte Mal. Nee, das war nix. Das Ding. Los, mach mal. Und los. Sehr schön. Und batsch. Was bewirkt diese Metallbiegekanone? Seine Kräfte zu verbessern, oder was? Nun, dann entkräften wir ihn besser mal. Mystique. Natürlich. Das hält sie in Schach. Also, wo ist Magneto hin? Ich sehe schon, eine Steigerung der Höhe bedeutet nicht gleich eine Steigerung des IQ, Benjamin. Ja, Mann. Fertig. Unvergleichlicher Aufstieg, oder was? Yay, ich hab wieder wen erledigt. Ich bin so gut. True Believer. Sehr schön. Geschichte fortsetzen. Wir sind da. Nicht gerade ein Palast, aber schon okay. Bauen wir die letzten Teile zusammen, dann kann ich mich endlich rächen. Du dich rächen? Du meinst, dann kann ich herrschen? Ja, ich versprach mich. Wow. Erinnere mich daran, dass U-Boot-Werfen definitiv keine Attraktion in meinem Starkland-Vergnügungspark wird, okay? Aber das Iron Man-Musical behältst du? Magneto muss büßen. Beruhig dich, beruhig dich. Mach uns hier nicht den Hulk. Ich muss dem Professor Bericht erstatten. Hallo? Nick Fury? Rufe Nick Fury. Nicholas Fury. Kann ich dir das Shield-U-Boot in Rechnung stellen, das du zu Schrott gefahren hast? Schick sie an Magneto. Wo ist er eigentlich? Auf den wartet noch eine ganz andere Rechnung. Er, Doom und Loki befinden sich auf einem schwer bewaffneten, schwebenden Asteroiden und basteln an etwas, was wie eine gigantische Superwaffe aussieht. Holen sich diese Typen denn nie einfach mal nur einen Kaffee? Oder spielen Schach im Park? Ich habe ein neues Flugspielzeug gebaut, das perfekt dafür ist. Ich nenne es... Lass mich raten. Der Starkjet? Ach ja? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Also,
Wo ist denn dein Jet? Der ist fett im Central Park geparkt. Glaube ich. Dann sputen wir uns! Ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz wuschig im Kopf von unserem Trip in dem fliegenden U-Boot. Lady Liberty hat ein paar Gehirnzellen gelockert. Iron Man ist wuschig. Ich bin's auch. Ich hoffe, dein Jet ist so gut, wie er klingt, Mr. Stark. Ihr müsst diesen Schurken in den Orbit folgen. Sag mal, wo ist Thor? Wo ist Thor? Wo ist verdammt nochmal Thor? Wollen die mich verarschen? Wo ist Thor hin? Wo ist der Weg? Hallo? Wohin muss ich? Los, runter! Wo muss ich hin? Ganz schön klein, wenn es das ist. Was? Oh mein Gott! Was? Was zum Henker? Wohin muss ich? Wo ist Thor hin? Aua! So. Okay, ich bin zu doof. Ich bin gerade wirklich zu doof. Also, wo ist ein Auto, das in die richtige Richtung fährt? Stopp! Klar, nimm mein Auto. Das Superheldengeschäft ruft was? Ganz genau. Ich könnte zwar springen. Hau ab! Hau ab! Los! Mann, jetzt muss ich ausweichen. Nur weil du einem Superheld nicht Platz machst. Unglaublich dreist. Ups. Ups, aus Versehen wir ihn überfahren. Kein Ding, ich bin Superheld, ich kann nicht heilen. Ich bin aber auf wichtiger Mission. Ich muss Thor finden. Hallo, zurück. Thor! Öffne dein Tor zu deinem Herzen. Für mich. Und niemand anders. So, weiter geht's. Los, los, los. Weiter. Schneller. Wow. Ups. Manometer. Ist ja ganz schöner weiter Weg. Zack, raus. So, ist hier jetzt irgendwo ein Tor? Nee, kein Tor hier. Okay, wir sind da. Hey, weißt du wieder, wo du den Jet geparkt hast? Ich bin sicher, ich habe ihn im See versteckt. Entweder war es der Stark Jet oder der Stark Bulldozer. Ich will gar nicht erst wissen, wofür der Bulldozer ist. Na, zum Dozer natürlich. Wofür sonst? Okay. Zum Bulldozern. Okay. Aber an dieser Stelle machen wir einen kleinen Break, wie sexy ihr gerade da saß. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Lego Marvel Super Heroes. Also, bis dann. Tschüdelü. Dim, dim, tisch. 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 Dim, dim, tisch.